Wir haben uns ja gleich am Anfang kennengelernt. Ja, genau, also, da erinnere ich mich auch mal wieder dran, wie es angefangen hat. Da kam ich gerade aus Südafrika. Ja, genau, da von, du gerade nach genau. Südafrika. Wow. Und dann eben auch noch ein bisschen Studium nebenbei. Also das ist schon echt irre, dass du das so auf die Kette bekommst. Unterstützt dich denn die Hochschule dabei? Ja, die unterstützt mich auf jeden Fall sehr gut. Es war ein bisschen so, dass ich nach dem Abi erstmal in Freiburg gewohnt habe und dort im Endeffekt Profi war. Das war aber eine ziemlich unerfolgreiche Zeit tatsächlich für mich. Da habe ich ein bisschen den Anschluss verloren und dachte, eigentlich hat mir das Schulsystem dann doch besser zugesagt, dass ich einfach eine gewisse mentale Ablenkung auch habe. Und das habe ich dann im Sommersemester 18 angefangen zu studieren und bin da anfangs auch ein bisschen arg auf die Schnauze geflogen, weil ich sowas wie von meinen Kollegen sowas wie mit gesundem Menschenverstand schafft man dieses Studium mit Sicherheit gehört habe. Die haben aber alle auch nicht in Esslingen bzw. in Göppingen studiert. Und deshalb habe ich dann irgendwie im zweiten Semester gemerkt, okay, wenn ich jetzt nicht richtig Gummi gebe, dann wird das Ganze eine enge Kiste. Aber irgendwie habe ich es dann geschafft, mich durch die ganzen Rausschmeißfächer durchzuboxen und bin jetzt, wie gesagt, immerhin im fünften, sechsten Semester angelangt. Ich fasse mal zusammen, Freiburg lief nicht so richtig gut, da hast du gedacht, ich mache jetzt mal Mathe 1. Ja, exakt, und prompt lief es dann auch im Radsport auch wieder besser. Ja, vielleicht habe ich das dann mit dem, mit der ganzen Physik, also Radsport ist ja auch Physik, Gewicht, Leistung, Drehmoment und Drehzahl, alles drin, ja. Luft. Also die verschiedensten Drücke und so weiter, gehört da alles dazu. Ah, ich weiß, so ein bisschen Ausgleich zu haben, ist sicherlich eine gute Idee. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.